gibt es einen Specialing-Vlog. Ich weiß nicht, ob ihr schon im Hintergrund seht. Ich bin mit Celina und obviously nicht zu Hause. Wir sind nämlich in Mailand und heute gibt es einen Mailand-Vlog. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen so einen kleinen Städtetrip. Wir sind hier 4 Tage und heute ist der 2. Tag. Wir sind heute um 8:30 aufgestanden, hatten Frühstück im Bett und haben jetzt uns ready gemacht. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen bei den Haare machen. Also Celina hat mir meine Haare gemacht. Und dabei haben wir Gossip Girl geschaut. Also ich habe jetzt auch angefangen, eine kleine Addiction zu entwickeln, weil sie mich drauf gebracht hat. Sie hat die Serie schon 5-mal durchgeguckt. Ja, und richtig viel auf Insta haben mir schon geschrieben, dass sie die Serie auch mehrfach durchgeguckt haben. Und ich dachte mir so, woran liegt es? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei mir auch so wird. Weil jetzt bin ich schon so, ich würde dann ein bisschen gerne einfach weitergucken. Ja, weil jede Folge irgendwas passiert, das ist so... Ja, einfach Gossip. Ja. Einfach Gossip. Wir lieben Gossip. Und ja, wir sind in einem cuten B&B. Wir machen uns gerade ready, weil wir jetzt in die Stadt gehen. Und wir sind zwar relativ zentral, aber wir müssen so 10 Minuten laufen, dann sind wir beim Dom. Ja. Gestern haben wir einfach, wir sind glaube ich um 5 hier angekommen, haben kurz gechillt, haben uns so ein bisschen ready gemacht, beziehungsweise nur angezogen. Mhm. Und dann sind wir gegangen. Aber es war dunkel. Ja, es war dunkel, aber es war trotzdem cool. Ja, aber es war schon so schön. Digga, wir waren gestern in so einem Lokal. Ich habe das Essen gefilmt und es sah vielleicht ganz lecker aus, auch wenn ihre Gnocchis so groß waren. Also, guck mal, ein Gnocchi normalerweise passt auf eine Gabel. Du kannst ja mit Schützen 2. Die Gnocchis waren so groß und konntest daneben stark von der Gabel einen Gnocchi dran machen. Das waren eher so wie Kidneybohnen. Ja, so das war auch wie Bohnen. Es war wirklich, aber ich fand es lecker. Ich fand meine... Ich habe meine Pasta nicht gegessen. Celina konnte die nicht essen, weil da Ei drin war. Ich habe mir ganz normale Bandnudeln mit Pesto-Soße bestellt. Und ich dachte, die sahen auf den Bildern schon lecker. Also sahen schon gut aus. Besser. Also Pesto-Nudeln, ich habe extra das Gericht genommen, wo man nichts falsch machen kann. Und selbst da hat man was falsch machen können. Selbst wenn ich zu Hause koche und mir 0% Mühe gebe, schmeckt es besser als diese Pesto-Nudeln, obwohl die gar nicht so eklig aussahen. Und der Typ sagt auch noch so, hat's geschmeckt, der konnte richtig, aua, der konnte richtig gut Deutsch. Wir so, ja, ich hab dann gesagt, ich habe keinen Hunger mehr, ja. Ich habe Bauchschmerzen, habe ich dir die Gnocchis gegeben und er war so, der hat mir voll leid getan, weil der war richtig nett. Der war richtig, wir haben den nämlich so viel gefragt, ob der das machen kann, ob da Ei drin ist, ob das ist und wie das ist und da hat er sich mit uns unterhalten. Das war mega cute, aber er war ja auch nicht der Koch. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber es sind, also entweder stimmen die Preise nicht, es ist genauso teuer wie in Paris. Also falls ihr wirklich in Mailand in der Innenstadt seid und am Dom irgendwo essen wollt, vergesst es. Aber hier bei uns in der Straße, ich kann euch mal zeigen, das ist die View vom Bad aus. Also es ist jetzt nicht so special, aber man kann hier schon sehen, oh Gott, also das Gebäude finde ich irgendwie cute, das gibt mir so... Das ist richtig schön, guck mal, da oben steht ein paar Wasser oben. Oh, so eine schöne Terrasse, also das gibt mir irgendwie was für Vibes von, wie hießen die? Großstadt-Lulu, wie hießen das? Tutu. Was kennt ihr Tutu? Oh mein Gott, ich musste dir zeigen, diese Rothaarige, die immer im Central Park rumgesprungen ist und diesen Freund hatte. Als ob du es nicht kennst. Can where we're going on a trip. In our favorite rocket ship. Looking through the sky. Little Einstein. Jedenfalls ist das die View. Und hier unten haben wir zum Beispiel schon 2 kleine Bars. Ich glaube, hier unten ist auch eine Bar. Und ein Supermarkt ist hier in der Nähe. Ich glaube, da oder da? Nee. Da. I don't know. Auf jeden Fall sind hier auch cute Sachen. Und da werden wir wahrscheinlich mal gucken wegen Essen, weil uns da nicht so wirklich was angesprochen hat. Und ich gebe euch jetzt mal eine kleine Roomtour. Wir sind, wie gesagt, in einem B&B. Und wir haben uns schon ein bisschen eingelebt. Ja. Jetzt gibt's eine kleine Roomtour. Wir sind in einem ganz cute B&B und es ist nichts Besonderes, aber ich finde es trotzdem richtig cute. Ey, weißt du, wie ich gefragt habe, was ist diese Schnur in der Dusche? Hab's noch nie verstanden. Was ist das? Ist das oft so? Das ist ganz oft eine Dusche. Was ist das? Ich glaube, das ist so Notfallzeug, oder? Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie weird aus. Die Haarbürste auf dem Boden so. Can I live? Oh mein Gott. Okay. Also hier ist der Flur und das ist halt... Ich glaube, da kommt auch jemand. Dann haben wir hier... Ich war gerade, wo sind meine Schuhe? Und sie hat die gerade an. Hier ist die Eingangstür. Das Bett finde ich sehr, sehr cute eigentlich, weil das mir sehr gut gefällt. In weiß zum Beispiel, wenn man mal auszieht, finde ich sehr schön. Ganz basic eingerichtet. Das Bild ist jetzt nicht so unser Favorite, aber hängt halt da. Dann haben wir hier so ein cutes Fenster, da habe ich mich geschminkt. Ganz professionell. Ich finde es aber eine gute Lösung. Hier haben wir uns einen Koffer draufgelegt. Das ist halt absolut... ein Schlafsofa, wo jetzt hätte noch jemand dabei sein können, aber wir haben da jetzt einfach mal unsere Sachen verstaut. Hier war unser Frühstückstablett drauf. Hier haben wir so einen kleinen Tisch mit einem Mini-Kühlschrank, einem kleinen Fernseher, den man schieben kann. Hier bin ich. Und hier haben wir einen Kleiderschrank, da haben wir uns auch schon breit gemacht, haben die Outfits reingelegt und alles, was wir brauchen. So sieht das aus. Letzte Mirror. Und hier haben wir so eine Schiebetür mit einem Bad.
mit einem Bad. Hier ist das Bad, hier ist die Tür dazu und einfach ganz cute, ganz basic und noch eine süße Flower und eine Klimaanlage aber auch und eine Heizung. Yep, das ist das Hotelzimmer. Ich glaube, die ist auch warm. Ja, deswegen war uns so warm. Oh. Und das hier ist die View hier. Ist genau das gleiche. Und ist kinda cute. Sehr, sehr süß. Und das ist zentral, deswegen perfekt. Und ja, wir machen uns jetzt ready. Wir gehen jetzt in die Stadt. Ich muss auf jeden Fall nochmal auf Toilette. TMI, aber ich muss auf Toilette. Aber Fun Fact, wenn man die Tür hier zumacht, hier ist so ein Schlitz. Ich höre alles. Und Selina, gestern, ich war auf Toilette, Selina sitzt hier und lädt ihr Handy auf. Ich so, Selina, kannst du dich bitte nach da hinten setzen? Ja. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Kann ich mal kurz meine Schuhe anziehen, weil ich habe so kalte Füße. Ich Leute, wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt, also so richtig zentral. Und hier ist dieses Haus und diese. Und ihr könnt mir doch nicht erzählen, ich finde, es hat voll diesen Japan-Flair. Oder so halt so Asien, Korea, dein Blick gerade. Oder sieht man die Domflüsse schon. Oh. Aber ich finde, diese Häuser hier sind gar nicht so italienisch. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich finde, das Haus gibt mir so richtige Squid Game Vibes irgendwie. Aber das ist eigentlich überall so. Ja, aber ich finde, es ist auch so, so cute hier. Wir sind vollgepackt. Einmal ein ganz normales Outfit. Und dann hat sie so eine riesen Bag voller Sachen. So und ich habe so eine Backpack. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, sitzen jetzt hier in so einem cuten Platz und haben da Essen bestellt. Es hat ein bisschen lange gedauert, die sind voll überfordert gewesen. Ein bisschen Aubergine. Aber... ist auch noch ein bisschen was falsch gelaufen. Aber gut, wir haben jetzt unser Frühstück, wir haben uns ein Sandwich geholt. Und es ist sehr, sehr schön hier. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Backpack! Cute! Einfach dumm von uns. Leute, nehmt euch kein Beispiel. Die hat richtig, da kommt so eine Rose raus. Das ist so cute. Das habe ich bei TikTok gesehen. Ich auch. Oh mein Gott, das sieht so cute aus. Wir waren jetzt bei so einem Stand von Charlotte Tilbury und wir haben so Rosen bekommen. Wir wollten eigentlich nur die Rose haben. Und wir können so ein gratis Make-up bekommen. Aber wir sind beide geschminkt bzw. haben nicht so Lust drauf. Selina hat sich so einen cuten pinken Pulli geholt und es passt voll gut dazu. Und eine Vogue. Sieht so süß aus. Und jetzt geht's ab in Victoria's Secret. Vielleicht. Der Hundi! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist der Dude. Oh, Bubbly! Bubbly! Oh, der ist noch Baby! Oh mein Gott! Wir sind gerade im Supermarkt, Leute. Und jeder, der sich an Vlogmas erinnern kann, passt auf. Wisst ihr, was ich hier gefunden habe? Es ist mir gerade wie den von. Oh. Wie Schuppen von den Augen gefallen. Geil. Oh mein Gott. Und Inselnudeln. Die Maske hat mal wieder dezent mein Make-up weggenommen. Dieses Video. Jeder, der es gesehen hat, schreibt es in die Kommentare. Hey, Digga, was ist das? Wollen wir bei Victoria's Secret, wir gehen die Treppe runter. Sie guckt mich so an. Selina. Ich so, ja. Ich glaube, ich habe mir in die Hose geschissen. Da ist echt nichts. Aber es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte der Stift die Hose berührt. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Mein Make-up ist wieder weg wegen der Maske. Meinst du nicht, weil ich keins trage? Au. Schwanz. Wir sind wirklich, also ich muss sagen, wir sind durch. Also ich bin durch. Weil dieses Laufen bin ich einfach nicht so gewohnt und es ist schon sehr anstrengend. Ich finde es richtig cool, hier rumzulaufen. Nur Selina und ich haben 4 Taschen gehabt. Ein Rucksack gefüllt mit Sachen, eine Tragetasche gefüllt mit Sachen, weil wir Outfits shooten wollten, von denen wir keins geshootet haben. Es war einfach mega anstrengend und jetzt sind wir richtig exhausted, aber wir liegen jetzt hier. Ich habe noch eine Folge Gossip Girl geschaut. Selina hat mir heute Morgen diese Obsession gegeben und hat das an mich weitergeleitet, weil sie hat die 5-mal jetzt schon geguckt und ich habe die jetzt angefangen zu gucken. Ich habe die erste Folge von einem halben Jahr schon mal geguckt und dann bin ich aber irgendwie nicht dran geblieben. Ich glaube, weil ich was anderes geguckt habe und jetzt bleibe ich dran. Fun Fact, eine Freundin von mir hat einmal Blair in New York getroffen. Ehrlich? Hat die angesprochen? Ja, die haben geredet.
Oh mein Gott. Ich werde auf jeden Fall, ich bin niemand, der dann so Fan wird von so Sachen. Ja. Also ich werde dann kein Fan von den Schauspielern, aber so dieser Vibe, den übertrage ich dann so. Sie findet Chuck momentan scheiße. Und jetzt sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, dass sich das wenden wird. Also ich finde den ja so unangenehm. Alleine diese Szene mit dem Bruder, mit der Schwester von diesem... Dan. Celine hat mich schon... Das musst du rausmachen. Okay, dann piep ich jetzt. Am Ende haben wir welche, ja. Okay, ich piep jetzt an jeden, der nicht gespoilert werden will, aber Celine hat mir schon gespoilert, wer Gossip Girl ist. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, so gespoilert zu werden, außer bei House of Girls. Das geht nicht. Weil das ist nicht so ein schlimmer Spoiler, also... Ja, ich finde, so macht auch Spaß zu wissen, dass es die Person die ganze Zeit ist und dann zu gucken, wie die Person sich verhält. Und es keiner checkt. Und man eigentlich es nicht wüsste. Deswegen gucke ich immer besonders auf die Person und bin so... So, man könnte es vielleicht merken. Weil sie hat auch gesagt, in der ersten Folge hätte man das sehen können. Ganz am Anfang. Wo das sozusagen mäßig ist. So gespoilert wurde. Aber weil man halt keine Ahnung von der Serie hat in der ersten Folge, fällt es halt keinem auf. Aber ich werde, glaube ich, wirklich eine Addiction entwickeln zu der Serie. Also ich habe richtig Bock weiter zu gucken. Das Problem ist halt, auf TV Now gibt es nur 6 Staffeln. Du musst gucken, wo du die andere Staffel kriegst. Ich glaube, bei Amazon Prime. Aber dann hast du Amazon Prime? Nee. Ach, es sind nur 6? Dann gibt es ja alle auf TV Now. Voll viele haben mich gefragt, ob es Gossip Girl, wo ich das gucke. Wir gucken das bei TV Now. Wir haben TV Now Premium. Da können wir das gucken. Und da gibt es anscheinend jede Staffel. Und die gucken wir da. Wir sind jetzt bei Folge 4. Also Celina ist jetzt zum 8. Mal gefühlt bei Folge 4. Aber ich bin jetzt erst mal bei Folge 4 und ich finde es sehr cool. Also falls ihr das auch noch nicht geschaut habt, wie ich, schaut es euch mal an. Ah, oh, es gibt tatsächlich nur 6. Hey, da bin ich jetzt schon wieder fast fertig. Ich gucke die momentan. Oh Mann, mein Lippenstift ist auch ich einfach ich gucke die immer um die Herbst-Weihnachtszeit, weil das passt einfach. Das ist einfach so geil. Der Vibe. Ja, ich bin jetzt schon gleich wieder fertig. Dann gucken wir die nochmal von neu. Ach nö, ich bin ja fast fertig. Und dann kommt ja noch Staffel 6. Ja und? Das sind nur 20 Folgen. Nee, nur 10 sogar. Und letzte ist New York, ich liebe dich. XOXO. Übrigens, sie und ich gehen heute saufen. So wie gestern. Junge, wir haben uns gestern einen Cocktail geschenkt. Wir saßen in der Bar und dann habe ich einfach so gesagt, ja, ich wollte immer Schauspielerin werden. Weil ich auch Knoblauch weinen kann. Das ist meine Argumentierung dafür. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen jetzt mal so Sätze und machen so Emotionen. Ja, und das ging ganz gut mit einem Cocktail-Intus. Was habe ich dir gesagt, was du sagen sollst? Soll ich mit mir Schluss machen? Und sagen, es geht nicht mehr. Ja, und dann sie so... Nein, wir haben gesagt, traurig musst du machen. Hä, nein. Okay, wir schauspielern jetzt. Wir machen jetzt einen Dialog. Jetzt gibt es einen Dialog. Wer macht mit wem Schluss? Ich mach. Nee, es ist egal. Okay, ich mach mit dir Schluss. Ich bin traurig. Nee, du musst traurig. Du bist dann. Nee, ich glaube, der war unter der Decke. Du musst traurig sein, wenn ich mit dir Schluss mache. Okay. Gerlinde. Gerlinde! Hans. Ja, warte mal. Warte mal. Okay. Wir haben dürfen... so. Lass mal BH tauschen. Ja, aber hat der Push-Up? Ich so, ja. Haben wir ihn getauscht? Nein. Oh, okay. Weil sie keine hautfarbene BH hat. Ich hab welche, aber die sind nicht mit Push. Dann geht ihr welche kaufen. Okay. Gerlinde, ich hab dich heute mit dem Rolf erwischt und ich muss dir sagen, es ist jetzt einfach vorbei. Ja. Ich hab keine Lust mehr darauf. Ich weiß, aber was soll ich tun? Ja, mich nicht betrügen. Ja, aber du gibst mir nix. Was gebe ich dir nicht? Wir schlafen seit einem Jahr nicht mehr miteinander. Das macht mich so traurig. Hast du dich mal angeguckt? Ja! Das war die Schauspiel-Session. Meine Hose ist auf. Meine nicht, ich habe eine Jogginghose an. Ich mag die Perspektive. Ey, filmt jemand so? Gibt's Leute, die so vloggen? Ey, wollt ihr mal sehen, wie sehr ich unter den Achseln schwitze? Seht ihr das? Ich glaube nicht, dass das jemand sehen will. So sehr schwitze ich unter den Achseln. Weil wir heute haben, wir haben so viel geschleppt, Leute. Let's get some food. Wir sind jetzt essen. Und hier sieht es so cute aus. Wir sind genau in der Galerie. Ich vergesse das richtige Wort. Wir haben jetzt schon so kleine Starter bekommen. Ansa hat natürlich das schon mal aufgemacht. Diese geilen Stangen. Oh Gott, wir haben hier Mozzarella bekommen. Hier gibt es Trüffelnudeln, habe ich mir auch mal bestellt. Ich nicht, weil die Eier sind. Sina hat welche mit Dings. Mit Risotto. Das ist Risotto. Mit Gorgonzola und mit Kürbis. So geil. Ich glaube, ich werde es jetzt mal naschen mit dem Mozzarella. Hier kriegt man so viel Grat, das ist so geil. Gestern auch in der Bar. Gestern waren in der Bar und diese Platten mit dem... Wir haben sogar noch eine Scheite bekommen. Ja, wir haben gefragt und hat er uns noch alles aufgefüllt. Das war so geil. Jetzt noch so geiles Brot, einfach nur lit. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob irgendein Restaurant Trüffel hat und das war das erste, was Trüffel hatte. Deswegen haben wir hier Trüffelpasta
Selina hat Kürbisrisotto. Sieht ein bisschen aus wie so eine nice Suppe. Aber ich glaube, das ist voll geil. Ich glaube, das schmeckt richtig gut. Da war mal, ich hatte mal, da war so ein Goldplättchen da drauf. Ich habe noch nie Risotto gegessen. Was? Ja. Magst du Reis? Nicht so meins. Ja, was nicht so meins. Wobei. Das schmeckt richtig geil. Oh mein Gott, probier mal. Ey, tut das safe schmecken. Denkst du? Das schmeckt richtig gut. Okay, let's try. Gestern war nicht so geil. Heute ist dafür irgendwo nicer. Juhu. Wollen wir nicht mehr laufen? Nee. Warum nicht? Weil ich entweder in irgendeine Bar will oder ins Hotel. Läufst du nie wieder? Ich lauf nie wieder. Meine Füße tun weh. Es sieht aus wie bei Squid Game, dieses Zucker. Oh mein Gott, wir haben jetzt noch gerade das Dessert bekommen. Das Essen war eine. Das ist voll schön. You're coming home with me. Das ist ja voll schwer, Alter. Okay, es ist sehr. Lol. Was gibst du dem Essen? 10 von 10. Ich sag auch. Der Preis vielleicht ein bisschen teuer. Nee, es geht eigentlich. Okay. Also ich sag 8 von 10. 9 von 10. Ja. Okay, also ich krieg noch einen Pluspunkt. Wir haben jetzt gegessen. Selina macht noch ein paar Pics. Es sieht hier so schön aus. Und falls ihr wissen wollt, wo wir gegessen haben, und zwar haben wir da hinten gegessen, genau bei diesem Lokal. Und das ist hier beim Fendi, beim Louis Vuitton. Und da vorne ist so der Main-Eingang. Da ist der Dom hinter diesem Ding. Und hier kommt man eigentlich rein und dann lauft ihr einfach geradeaus. Und das ist super lecker. Hier gibt es aber überall welche, ihr seht die. Da vorne gibt es auch überall, man sieht es ja. Aber die fanden wir jetzt nicht so lecker, beziehungsweise nicht so ansprechend. Und so sieht die Galerie aus. Ich finde den Boden so cute. Und es sieht einfach so schön aus. So richtig, so detailgetreu. Und es sieht einfach so schön hier aus. Man fühlt sich richtig wohl. Jetzt gerade zieht es so ein bisschen. Aber es ist trotzdem so pretty. Wow. Einfach wow. Du bist eigentlich immer so vorsichtig. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind wir gelandet? Okay Leute, kleines Update. Wir waren gerade genau unter dem Gucci-Zeichen, aber es hat uns nicht so gefallen, die Auswahl und so. Deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich dahin. Da waren wir gestern, aber das hat uns nicht so gut gefallen, weil es so leer war. Und wir waren dann dort und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also falls ihr auch hier seid am Dom, geht in diese Bar, die ist ganz cool. Da kriegt ihr diese gratis Snacks. Und wir gucken jetzt mal, ob wir in die gehen oder da drüber oder einfach mal schauen, wo uns alles hinführt. Selina hat sich erstmal einen schönen pinken Pulli gekauft gestern. Ich habe mir 3 Schals gekauft. Ist Schals die Mehrzahl von Schal? Rate mal, Mehrzahl von Schal ist? Ja, halt Schäle. Die Schale. Okay, ich habe mir 3 Schale gekauft. Ich will, dass sie die probiert. Aber Selina hat eine Eierallergie. Und deswegen muss ich jetzt erstmal checken, ob Eier drin sind. Ich bin gespannt, ob die ihr so schmecken wie mir. Also so gut. Ich hätte ja auch diese Kekse, ich habe die immer noch nicht probiert. Oh, jetzt. Wenn man die jetzt irgendwie abnöffelt. Krass, dass die ohne Ei sind. Ja, finde ich auch krass. First try. Boah, ich bin eigentlich nicht so der Schokotyp, ich bin eigentlich der Vanille-Typ. Ich weiß. Ja, du findest die nicht so schön. Das sind ja ganz normale Kekse. Nee, ich finde die nicht normal. Ich finde die so geil. Die schmecken gut. Das sind halt ganz normale Schokokekse. Die sind von Barilla. Ich muss jetzt mal deine probieren. Wo hast du die? Na, was schmecken die? Das sind doch auch Schokokekse. Ja, aber Vanille. Die erinnern mich irgendwie an Kinderriegel. Kann es sein? So sehen die aus. Ah nee, das ist ja gar nicht die. Schmecken die? Ja. Schmecken tun die aber. Leute, das ist nichts Besonderes, bitte erwartet jetzt nicht, dass das hier irgendwelche Special Kekse sind. Nee, die, das ist sowas, da spare ich mir die Kalorien. Ich weiß nicht, willst du den essen? Ich finde die so ein bisschen lasch.
Ich glaube, darauf muss ich richtig Bock haben, wenn ich so einen Kaffee trinke oder so. So geil. Dann schmecken die krass, aber jetzt habe ich auch gerade keinen Bock. Ich hätte die probieren müssen, wenn ich richtig Bock auf Kekse hätte. So geil. Und nicht schon die halbe Packung leer gegessen habe. Ey Leute, ihr müsst mal beide probieren. Probiert einmal. Du hättest mir das sagen sollen, wo ich in Italien war. Ich hier auch nicht gut. Gibt's das jetzt auch? Ja, jetzt jedes Mal, wenn du in Italien bist, Selina. So ein Supermarkt. Kauft euch mal die und kauft euch die von Selina und schreibt mal, welche euch besser schmecken. Ihr kriegt das zwar nur in Italien, oder? Nee, deine kriegen die auch in Deutschland. Nee? Nicht mehr. Doch, es gibt die, da gibt es wahrscheinlich auch dann deine Kekse. Es gibt so einen italienischen Großhandel in Darmstadt und da gibt es alles und da gibt es die wahrscheinlich auch. Ja, okay, also wenn ihr in den italienischen Großhandel fahrt, schaut euch mal die Kekse. Aber die kann man halt auch online bestellen. Aber ich weiß nicht, ob sich jemand online Kekse bestellt, wenn man im Rewe tausend andere Sorten hat. Die halt teurer sind. Ja, Arthur meint, er hat für drei Packungen 14 Euro bezahlt. Ich habe für die drei Packungen 6 Euro bezahlt. Oder nee, nicht mal doch. Nicht mal, du hast für den ganzen Einkauf 12 Euro bezahlt. Und da du hattest wie viele Packungen? 5, 4. 4. Warte, ich gebe den 7 von 10. Ja. Ich gebe deinen. Ja, ich wollte jetzt 6 von 10 geben. Aber nur, weil ich gerade auch keinen Bock auf die habe. Ich muss die nochmal probieren, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich bin eigentlich nicht so der Keksesser. Oh, ich liebe Kekse. Leute, die besten deutschen Kekse sind diese Milka-Kekse. Die sind in dieser Cookie Sensation, heißt die, glaube ich. Und das sind so sehr. Heißt die, glaube ich. Ich weiß ganz genau, dass sie so heißen. Nee, ich weiß, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ach so. Und die sind groß. Und die gibt es eigentlich so mit nur so halt normale Kekse, die so beige sind. Mit so Schokofüllung. Mit so Schokofüllung innen drin, die so. So weich ist, so. Oh. Oben sind so Schokodrops drauf, aber die gibt es jetzt auch als Oreo Edition. Die sind dann schwarzhaltig Kekse wie Oreo und drin ist diese Oreo Creme. Ich bin halt weder Oreo Fan noch so ein krasser Keks Fan. Leute, ich will Five Guys Burger. Ich hab sie gestern gefragt, ob sie hin will. Nein, ich hab keine Lust. Was ist denn jetzt los? Achso, ich zoome. Das war nicht extra. Gestern, ich hab sie gefragt, hast du Bock zu Five Guys? Ja. Nein, ich hab kein... Wir gehen zu was anderem, Brot. Du hast sogar gesagt, Selina sagt sogar, ey, dann wären wir einfach zu Five Guys gegangen. Ja, wo ich nicht mal einen Burger essen kann, weil ich hätte nur Pommes gegessen. Genau, aber es ist ja immer noch besser als den Snack, den wir da bekommen haben. Also uns ist das hier schon öfter, wir haben das wegen vorhin gemacht, uns ist das hier schon öfter aufgefallen, dass die Leute hier parken, wie sie wollen. Aber dass es immer ungefähr so knapp ist, finde ich einfach crazy. Der ist... an dem BMW. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber wenn er da nicht dran dotzt, wenn er auspackt, ich weiß auch nicht, wie er da rauskommen will. Ich finde es so crazy, weil wenn ich der BMW wäre, ich glaube, die dotzen sich hier immer gegenseitig an. Aber selbst als Skoda-Fahrer, ich würde nicht mehr rauskommen. Da hast du ja überhaupt keinen, da kannst du ja gar nichts machen, auch nicht vorne. Ich verstehe das nicht, ich verstehe auch nicht, wie die da reinkommen. Also, I don't know. Wir stehen hier drin und ratet mal, wo wir jetzt hingehen. Let's get that. Five Guys. Five Guys, Guys. Wir haben unser Essen. Die hat schon Pommes geholt und Stinken. Ich habe mir eine Pommes und Burger geholt. So nice. Mit den extra Pommes immer von Five Guys. Love it. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich liebe Five Guys Burger. Und wenn mich jemand fragt, warum, schaut es euch einfach an. Danke, Alter, weil wir uns fahren sind. Es ist ein Glas, was ist. Oh nee, ich trau mich nicht. Ich kann es nicht. Ich trau mich nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's gemacht. Ich hätte es nicht wirklich. Oh mein Gott. Nein, ich hätte es vielleicht verkleinern sollen. Hier haben wir eine gebildete Person. Übrigens waren wir gestern, da sind die zwei Bars, also einmal die hier, da waren wir gestern, sind gegangen. Da waren wir vorgestern und wollten gestern Abend hin, aber da war das so komisch mit den Getränken. Und dann waren wir noch, die sieht man hier nicht. Hier ums Eck ist diese Bar, wo dieses Gucci-Sign ist und da waren wir auch drauf. Und wo ich heute gerne mal hin will, ist entweder da, wo diese ganzen weißen Überdeckungen sind.
oder hier oben. Also das sieht super fancy aus. Oder hier alleine schon. Das wäre auf jeden Fall ein nicer Spot für den letzten Abend. Ja, ich glaube auch, dass von da unten einfach der Eingang ist. Wir sitzen hier und diese Taube fliegt einfach auf den Tisch und klaut unser Brot und wirft es auf den Boden und jetzt kann noch nicht zwei mehr. Und jetzt mampfen die das. Wow. Und unser Brot ist weg. Egal. So viel dazu, dass man denen kein Brot geben soll und die sich das selbst einfach holen. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Wir haben jetzt schon 19 Uhr, wir sind glaube ich um 5 Uhr im Hotel angekommen. Und wir haben die ganze Zeit im Bett gechillt. Meine Füße brennen immer noch. Ich habe nicht so einen krassen Hunger, weil ich die ganze Zeit Kekse esse. Same. Aber die sind halt auch so lecker. Ich habe Bock auf einen Salat. Ich habe auch voll Bock, aber ich habe Bock auf Pasta. Muss ich wirklich sagen. Ich habe die ganze Zeit Bock auf Pasta. Ich bin auch voll froh, weil wir sind in Italien. Wer hätte es gedacht. Und es ist jetzt einfach 19 Uhr. Wir müssen noch packen, weil wir morgen auschecken. Oh, scheiße. Und morgen noch einen Mukbang vorher drehen. Dann heute bei diesem Vogue-Stand. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich blende euch mal ein Bild davon ein. Und das ist mega cute. Es ist ein bisschen, also es fällt halt nicht auf. Wenn man vorbeiläuft, ist man erst so ein Kiosk und dann fällt erst auf, dass dieser Vogue-Kiosk ist, den bestimmt einige von Bildern kennen werden, aber der ist richtig cute. Da kann man coole Bilder davor machen. Und dann waren wir auf dem Dom und in dem Dom ganz kurz drin und mehr nicht. Und dann waren wir auf so einer Rooftop-Bar, wo uns einfach so 4 Österreicher oder Schweizer, nichts gegen die, aber wir haben den Akzent gehört, uns einfach richtig gestempelt haben. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber die waren so auf, nicht auf Stress aus, aber das waren so etepetete Leute, sage ich ganz echt. Die haben die ganze Zeit ihren Wein getrunken und waren so, oh, ich war da und da und Monaco und Saint-Tropez, ist alles schön und gut. Die, da war ein Mädchen, die war komplett besoffen, glauben wir, also sah so aus, weil die sich irgendwie nicht mehr so unter Kontrolle hatte. Und dann waren die ganze Zeit, haben die uns angeguckt und so voll gejudged und wir haben... Und dann haben die irgendwann gecheckt, dass wir auch Deutsch reden und dann hat diese Frau die ganze Zeit Videos von sich gemacht und die ganze Zeit so... Ja, und dann irgendwann, soll ich ein Bild von euch machen? Nee, und dann hat sie extra auf Italienisch gefragt, der Typ so, die sind doch deutsch. So, dieses Junge. Und dann sie so, ja, ich wollte mit jeder Sprache, ich wollte einfach gucken, ob es mit der Sprache auch klappt. Und dann hat er gesagt, du brauchst nicht alle deine Sprachen zeigen und so. Es war richtig weird einfach. Und dann hat die ja gefragt, wollt ihr ein Bild? Wir so, nein. Die wir so, hatten nicht mal... Wollt sicher kein Bild? Wir so, nein, danke. Wir saßen und haben unseren Cocktail geschlürft und das war's. Wir haben nichts gemacht. Das war richtig weird einfach. Und dann sind die auch aufgestanden, haben uns an Schiss gesagt. Und einfach, wir sitzen da und die saßen uns gegenüber, aber ein bisschen schon, da waren so 2 Meter dazwischen. Und dann hat der eine einfach gesagt, woher kommt ihr? Wir waren so Frankfurt. Und dann war der so, ach so. Das waren so schicki-micki-Leute. Aber war, ja, das Ding ist, man hat ja gemerkt, dass die uns angeguckt haben. Dann habe ich den angeguckt, er hat mich angeguckt. Da ist er direkt so zu einem... Ja, so wie Kinder, obwohl die älter waren als wir. Ja. Und da haben wir aber geile Cocktails getrunken. Ich fand, es war einer der leckersten Cocktails, die ich je getrunken habe. Selina nicht, aber der war so, das war Lemon Juice, irgendwas anderes, Raspberry, also Himbeere, Wodka und Champagner. Ja. Und es war so lecker, weil es nur nach Himbeere geschmeckt hat, nach süßer Himbeere. Das war so, also den fand ich richtig lecker. Da hätte ich mir noch mehr bestellt, aber die waren so teuer. Und ich habe meinem Papa ein Souvenir mitgebracht. Und zwar diese Schürze. Und ich werde euch jetzt hier mal die Reaktion von Arthur einblenden. Wir haben die eben angezogen und dabei gefilmt, wie er darauf reagiert. Weil die ganz cute ist und ich wollte wissen, wie Arthurs Reaktion ist. Cute. Ich finde die ganz cute. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern die beim Kochen anziehen, finde ich lustig. Mein Vater findet sowas, glaube ich, lustig. Ich glaube, der zieht es niemals an. Vielleicht zieht es meine Mutter an. Eigentlich noch einer, aber mit einer... Ja. Aber da gab es noch eine mit einem... Zeit jetzt leider so. Also werdet ihr jetzt mal die Reaktion von Arthur sehen. Ah ne, das hilft sich ja gar nicht. Der redet mit sich selber. Darfst du es auf YouTube zeigen? Ich glaube nicht. Du musst es zensieren. Zeig mal. Warte, halt zu. Warte. Halt zu. Nein, warte, Schatz. 1, 2. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, das ist verpixelt. Alter Schatz. Was ist das auf dem Bildschirm? Sind das Haare? Ja, nee, das sind doch. Was glaubst du, wie viel das gekostet hat? 10 Euro. Schatz, mach doch mal diese Emojis weg. Nein. Doch. Worauf hast du Lust? Mir ist egal. Oh Gott, hier sieht es so schlimm aus. Wenn ich ans Packen denke, Leute, wir haben so viele Klamotten mit und wir haben einfach nur 2 Sachen angezogen.
Es war halt auch dumm für 4 Tage. Es war so dumm. So viele Sachen mitzunehmen. Aber wir dachten, hier sind so geile Spots, wo man Bilder machen kann. Ist es auch, aber wir haben es erst nicht gefunden. Aber wir haben es halt erst nicht gefunden. Und ich glaube, man muss da ein bisschen mehr rumlaufen und rausgehen. Und dann kriegt man schlechte Laune, Leute, ich sag's euch. Ja, also ich finde, es gibt was. Also ich liebe Bilder machen. Aber es kann auch gleichzeitig das Deprimierendste der Welt sein. Ja, wenn die dann hässlich sind. Ja, also wenn geile sind, dann ist man mega hyped und dann ist der Tag gerettet. Ich hab Bock auf Nudeln. Ich hab Bock auf Pasta. Meine Eltern haben gesagt, wir sollen ja auch mal Pizza essen, weil die richtig... Ich esse keine Pizza mehr, seitdem ich meine Lebensmittelvergiftung hatte. Also ich mag keine Pizza mehr. Ich esse nur Tiefkühl. Sorry. Du kannst ja doch eine Pizza bestellen. Ja, mal gucken. Ich hab Bock auf Risotto. Ich liebe Risotto. Wollen wir da wieder hin einfach, wo wir gestern waren. Da kriegen wir auch lecker Vorspeise. Umsonst. Der Salat hat einfach mehr gekostet gefühlt als die Nudeln und ich habe mir extra gestern nur einen kleinen Salat als Beilage bestellt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bus und ich habe vor lauter Stress meine Kamera oben liegen lassen. Da ist übrigens unser Room. Wir laufen jetzt zum Bus und dann fahren wir dahin und wir gehen genau da essen, wo wir gestern waren. Because it was very delicious. Wenn das mal kein fancy Apple Store ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Sieht so schön aus. Okay, und für was ich gerade so blöd war, um das zu checken, dass da unten der ganze Apple Store ist. Also man geht hier rein und es ist auch noch da unten da. Sind diese Tische, wo solche Macs draufstehen und sowas. Und da sind so Hocker und so. Das ist wirklich crazy. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score. Erstmal jetzt hier runterlaufen, so perfekt. Hi Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Anso aus dem Schnitt hier, jetzt ist der nächste Tag. Ich habe eben gesehen, ich bin gerade nämlich dabei, meinen Vlog zu schneiden, dass ich absolut vergessen habe, ein Outro zu drehen. Gestern war es ein bisschen stressig, unser Flug hatte Verspätung. Wir waren beide um, ich denke mal, 0 Uhr zu Hause. Ich habe noch was Kleines gegessen. Ich habe immer noch nicht meinen Koffer ausgeräumt. Das werde ich jetzt machen. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch den Vlog zu Ende schneiden, damit er heute noch online gehen kann. Wir haben jetzt auch schon 5:30. Deswegen werde ich das jetzt direkt noch reinpacken und den dann direkt hochladen. Das Thumbnail habe ich zum Beispiel heute Morgen schon gemacht. Deswegen war das ein sehr produktiver Tag. Und ich hoffe, dass euch der Vlog genauso gut gefallen hat wie uns der Städtetrip. Und ich glaube, Selina und ich wären beide noch ein bisschen länger geblieben, wenn es ginge. Aber sie hat bald keine Ferien mehr und muss auch ein bisschen lernen. Und ich bin ganz froh, dass ich wieder ein bisschen klar Schiff machen kann und ein paar Sachen organisieren kann. Und deswegen, ja, bin ich jetzt auch wieder froh, zu Hause zu sein. Aber es war sehr, sehr cool. Also falls euch der Vlog gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye.